Lasagne. Braten. Sie. Ah, Barbie. Superlette. Netteste Teil. Netteste Teil. Ich wollte nicht dazwischen reden, weil das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Mir ist halt nur eine Weile aufgefallen, dass wenn man eine Weile nichts tut, dann schläft Mario. Aber dass er dann so verschiedene Nudelgerichten träumt und sogar von Peach ganz kurz. Das ist mir neu. Das ist mir neu, wirklich. Aber ja, jetzt kann ich ja wenigstens anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Wir sind mittlerweile hier in Seeland. Unser Hauptziel ist natürlich hier auf der Plattform zu sein, wo die Brotels natürlich sind, um uns den Hauptmond zu holen, nenne ich es mal. Wir waren schon recht weit, würde ich mal behaupten. Boah, auf jeden Fall müssen wir wieder nach vorne hin, auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Ist ja meistens immer so, auch wenn man speichert, kehrt man immer irgendwie wieder am Anfang zurück. Deswegen machen wir den ganzen Spaß einfach nochmal. Dass wir den Reißverschlüssen, Alter, das ist... Das ist schon eine nette Idee. Ja, dann müsste ich jetzt wieder diese Tauchpassage jetzt wieder machen. Naja, gut, passt schon. Ist ja kein Ding, das machen wir schnell. Das ist kein großer Arc, das passt schon. Achso, das geht auch so. Okay. Wieder diese Seetang-Leute hier. Ich weiß nicht, oder so, ob die mich überhaupt richtig angreifen können, das weiß ich gar nicht. Die können mich nur verfolgen. Ich weiß nicht, ob die dann mich irgendwie angreifen. Keine Ahnung. Erstmal nochmal in den Chip-Chip verwandeln. Okay, hat sogar noch geklappt. Ja, wunderbar. So, jetzt sind wir wieder ungefähr hier, wo wir beim letzten Mal waren. Außer, dass wir halt schon die Mondstücke halt schon gesammelt haben. Hä, oder? Ach nee, habe ich ja noch gar nicht. Warte, machen wir das jetzt. Den einen haben wir ja hier schon mal. Hier ist gleich der zweite. Du sollst nicht nach unten, du sollst nach oben. Dankeschön. Na, komm schon. Wunderbar. Gut, der eine ist gleich hier. Ja, wie komme ich da jetzt so richtig nach oben? Hä? Ja, hä, toll. Ja, wie soll ich denn das so richtig nach oben kommen, bitteschön? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da oben. Oh, ah, nee, ich komme da auch so einfach hin, oder? Ja, okay, naja, gut. Dann war das nicht besonders schwer. Ich mich etwas nur dumm angestellt dabei. Hier sind sogar noch ein paar lila Münzen. Die werden natürlich auch geholt, ist auf jeden Fall klar. Bräuchte man wieder so eine Luftblase. Na, wobei, ich gehe erstmal kurz hier rein. Nur so für die frische Luft. Hier sind noch ein paar Coins. Einfach mal gönnen. Ist nur auch wieder für diesen Seetang-Leuten. Irgendwas ist dahinter. Ah, wie hier so ein Mond. Ja, okay, gut. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Du genauso. Na gut. Einen brauchen wir noch. Dafür gibt es auf jeden Fall safe wieder einen Power-Mond. Ach, da ist er ja schon. Na komm schon. Komm schon! Und beinahe hätte ich mich fast treffen lassen. Toll. Ja, nice. Mal wieder ein geschenkter Mond, na klar. Nice. Wunderstücke im See. Ja, wunderbar. Hat die noch irgendwas zu sagen? Nicht besonders.
So, wieder ein nächster Checkpoint. Da ist wieder dieser Papagei-Typ da. Ich kann sie nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Akrobatische Darbietung. Der ist ja irgendwo versteckt. Sumerino findet ihn. Chip, chip. Okay. Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage. Wenn du das schon sagst, dann wird das so stimmen. Okay, es ist ein Herz. Für Pixelkatzen Peach. Oder 8-Bit-Katzen Peach, wie auch immer. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nicht fürs Schwimmen gekleidet, sehr schade. Das kriegen wir schon hin. Wie soll ich die hier einsammeln? Bitteschön. Wie soll das gehen? Kann ich mich irgendwie da so dranhangeln? Okay, so geht's auch, ne? Nee. Mach irgendwie. Nein! Ach so, ich muss mich irgendwie da. Kann ich mich da so festhangen? Irgendwie so in der Art. Okay, gut. Ja, wunderbar. Okay, wie soll wieder der nächste Point? Checkpoint? Mir fehlt unser Schnicksenkleid. Hat Bowser das jetzt wohl auch schon gestohlen, oder was? Na, wunderbar. Immer kommen wir zu spät, ne? Was soll denn das? So, was gibt's hier Schönes? Im Crazy Cap Laden. Erstmal hier wieder zur linken Seite, für die normalen Münzen, klar. Ja, diesmal nur die Schuppen, klar. So, natürlich wieder hier. Erstmal wieder das Übliche gönnen, ist klar. Für mehr Ausdauer, dann passt das schon. Ah, den Mond hätte ich auch noch gerne. Was gibt's noch so zu kaufen? Achso. Mustermix-Kappe und Mustermix-Outfit. Das große Selbstbewusstsein sowie eine gewisse mir doch egal, was ihr denkt, Haltung sind Voraussetzungen für das Tragen dieses Outfits. Ja, geil. Dieses etwas exzentrische Teil ist nichts für Leute mit wenig Selbstbewusstsein. Ein starkes Accessoire für starke Helden. Ja, nice. Ja, das nehme ich auf jeden Fall gerne. Auf jeden Fall. Das muss auf jeden Fall mit. Shopping im Seeelegant. Ich habe mir noch nicht mal die Karte reingezogen, oder? Ich weiß gar nicht. Was ist denn hier überhaupt so alles? Währung ist schuppenförmig, ist klar. Was? Industrie, Mode und Design. Temperatur 26 Grad. Oh, das geht ja noch. Einheimische Schnicksen. Ja, sehen aus wie Meerjungfrau in Fischart. Topografie. Beschränkt. Dichte Mittel. Okay. Schaufensterbummel. Die Aquagrundkuppel. Okay. Hat schon viel zu bieten. Die Wasserkreatur. Yay. Dori, genau. Ich hätte schon fast wieder vergessen. Reißverschlussmysterium. Ja, ja. Ja, das hat schon was, ne? Möchte ich mal erwähnen. Gehen wir auch nochmal hin. Möchte ich auch nochmal. So, aber wir haben genau 15. Ich möchte aber das nochmal, also brauche ich nochmal 5 weitere. Aber ich gebe mir schon mal hier das Schwimmoutfit. Ist natürlich klar. Na, das passt auf jeden Fall. Besser als nur die Buchse. Darauf möchte ich jetzt auch nicht weiter eingehen. Ja, das war's ja schon. Ja, ich komme später wieder. Ich will mir noch den Sticker gönnen, auf jeden Fall. Ja, passt auf jeden Fall deutlich besser. Deutlich besser. Ich verstehe die ganze Zeit Shoot Attack. Was? Okay.
Aber jetzt können wir wahrscheinlich hinein, ne? Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, so kannst du problemlos schwimmen gehen. Hereinspaziert. Ja, nice. Wo komme ich dann jetzt rein? Ach, da. Ja, das bringt mir nicht besonders viel. Es glänzt zwar, aber hat das irgendwas... Hat das irgendwas zu bedeuten oder so? Das irgendwas zu bedeuten, von dem ich nichts weiß? Weil wird er nicht einfach so glänzen, oder? Okay, das ist nur wie nennt man sowas? Keine Ahnung, ich komme einfach nicht drauf. Auf jeden Fall da, wo man auch irgendwelche Kleider halt so aufhängen kann. Wie so eine komische Puppe da hier. Irgendwie so ähnlich. Naja, gut. Naja, so besonders war das jetzt eigentlich nicht. Ja. Naja, gut, passt schon. Alles in Ordnung. Jetzt können wir ja erstmal wieder weitermachen. So, wo waren wir alles noch nicht? Bringt das was, hier nach oben zu gehen? Na, vorbei. Ich bleib mal lieber nach unten. Was soll das hier darstellen? Das sieht fast aus wie irgend so eine Röhre oder irgendwas. Oh, ich bin gleich am Sterben. Ich bin gleich am Sterben. Nee. Okay, ist gut. Das war richtig arschknapp, ey. Na hä? Okay, gut. Er hat da jetzt Cappy quasi als Taucherbrille und Schnorchel dient. Frage mich hier an der Stelle für die Logik her. Wie soll man richtig da drauf springen können? Das ist irgendwie etwas komisch. Aber okay, hier ist ein P-Switch. Einfach mal aktivieren. Ah, by the way! Wegen dem P-Switch. Da war doch im Wüstenland, war da auch irgendwo einer. Irgendwie, ne? Oder habe ich überhaupt einen gesehen oder so? Wenn nicht, dann irgendwie keine Ahnung, aber auf jeden Fall war irgendwo ein P-Switch. Falls ich den irgendwie in der Aufnahme nicht gefunden habe, habe ich offscreen nochmal überall nochmal nachgeschaut. Auf jeden Fall war da in der Wüstenwelt ein vereister P-Switch. Das weiß ich noch. Aber gut, machen wir erstmal hier weiter. Wieder diese kleinen Mini-Gumbas wieder hier am Start. Die übelst auf die Nerven gehen. Vielleicht auch erstmal hier nach hinten gehen oder so. Nicht so, dass so ein komischer Reißverschluss habe ich gerade gesehen. Natürlich können wir das hier aufmachen, ne? Ist ja klar. Ah, hier sind nochmal solche lila Münzen. Ja, auch schon perfekt, ne? Und hier ist nochmal so eine Tor, wie auch immer. Na komm schon. Gut, wunderbar. Na, wo kommen wir jetzt hinein, bitteschön? Okay. Seltsamer Aufbau, was dieses komische bewegende Leuchten hier bei dieser Plattform hier zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Ach so, ist das gedacht. Ich musste erstmal drauf klarkommen. Aber ja, gut, dann ist es ja kein Problem eigentlich. So für den ersten Moment dachte ich, what the fuck, was ist das? God damn it! Ja, fängt ja gut an, ne? Ey. Nee, das war richtig unnötig. So, noch ein Versuch, um weiterzukommen. Kann man diese Fussis überhaupt? Nö, kann man nicht. Warum auch? Die Teile sehen sowas von hässlich aus. Warum sind die unzerstörbar? Die haben es nicht verdient. Überhaupt nicht. Vorsicht! Was mache ich denn für eine... Ja.
Ja. Ist klar. Nein. Bleib ruhig. Oh, wie ich sehe, habe ich... Warte mal. Hä? Warum? Ach so, weil ich ja schon gestorben bin. Deswegen habe ich die... anderen drei Herzen ja gar nicht mehr. Oder die andere Anzeige halt, um es mal so zu sagen. Ah, ich kann ja auch hier hin. Ach so, hier sind auch noch mal ein paar Münzen versteckt. Wahrscheinlich. Mit Y-Land kann ich sogar mich schneller fortbewegen. Hohohoho. Alter Falter, nicht so schnell. So, schön vorsichtig. Gut. Aber Junge. Ach, wieder die Fussis am Berg. Oh, könnt ihr euch nicht verpissen? Ist ja hässlich wie die Nacht. Und einfach nur unnötig. Und unkaputtbar auch noch. Haben die es überhaupt nicht verdient, überhaupt am Leben zu bleiben. Das ist schon etwas hier. Zwar nicht getimed, aber ja, das ist schon etwas heftig. Boah, Alter. Also wenn sowas im Real Life geben würde? Nie im Leben. Nie im Leben. Sicherer Tod. Okay. Hier ist aber nichts mehr, oder? Oder? Da, hä? Oder? Oder doch? Ja doch, irgendwie ja schon, ne? Mehr oder weniger. Ich will nochmal nach oben. Komm. Am besten ganz nach oben. Aber da muss ich mich nicht so komisch so... hochkraxeln, nenne ich es jetzt mal. Ne, es reicht doch einfach so. Na komm schon. Das ist doch einfach nur so eine Blume. Schatzho? Mond? Ja, perfekt. Akrobatische Zugabe. Ja, nice. Nein, mach keinen Scheiß. So. So, hier haben wir schon den weiteren Mond. Akrobatische Darbietung. Hey, heißt ja fast genauso. Ansonsten haben wir das ja hier schon, ne? Oder ist hier noch irgendwas? Nö, sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Naja, gut, ne? Ja, ging eigentlich. Was war schon nice, ne? Würde ich mal behaupten. Wir haben sogar schon die benötigten Anzahl an Monde für die Odyssee. Aber wir machen trotzdem weiter, auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz klar. Achso, es sind da insgesamt 50. Hier sind auch nochmal welche. Ach, gönn ich mir den mal hier. Komm schon. Ja, wunderbar. So, und wie komme ich jetzt wieder nach oben? Daran habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ah, das war jetzt nicht so geil. Ach so, ja, natürlich. Aber wieder so einen leichten Umweg nehmen dafür. Verdammt, verdammt, verdammt. Dafür muss ich den P-Switch zum Glück nicht mehr aktivieren. Na, dann klappt's doch. Hey, noch einer? Aber habe ich gar nichts bemerkt. Ja, auch geil. Habe ich nicht bemerkt. Theoretisch könnte ich jetzt sogar direkt zum Crazy Cap laden für den Sticker. Aber das mache ich noch danach. Wir sind ja schon fast da, merke ich gerade. Nicht hier von diesen Gummas treffen lassen, das wäre ja richtig dämlich. Kommt dann halt so. Ja, nice. Schon beim Checkpoint angelangt. Weg mit euch. Wieder ein weiterer Checkpoint. Aquagrund, Terrasse. Ja, da würde ich sagen, hier gibt es wieder einen weiteren Brodal-Fight.
Mal schauen, wer es diesmal ist. Drei haben wir ja schon. Ah ne, dann ist es der da hinten. Hohoho, du bist zu spät. Wir haben uns das Schnicksenkleid schon unter den Nagel gerissen. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück? Schmink's dir ab. Das behalten wir. Und was bist du bitte schön? Goofy 2.0 oder was? Sieht wirklich aus wie so ein Goofy verschnitten, ne? Ja, und was machen wir mit dir hier bitte schön? Einfach deinen komischen Strohhut da dagegen werfen oder was? Ja, wahrscheinlich. Ah, da können wir dann drauf springen und dann. Ah, okay. Habe ich schon verstanden. Ich hätte das wäre etwas knifflig. Boah, Alter. Bleib mal ruhig, Kollege. Ja, du kannst dich ja gerne wieder verpissen. Dankeschön. Einfach nochmal, komm. Easy going. Und diese. War ein bisschen zu weit, oder? Nee. Ah, der hält auch wieder 3 Treffer aus. Alle außer den ersten halten 3 Treffer aus. Und der Außenseiter hält nur 2 aus. Toll. Na komm, werf nochmal deine Mütze, deinen Strohhut. Und damit bist du erledigt. Wirklich wie so ein Goofy versteht, ey, ohne Witz. Na geil. Der Multimond. Zum Glück sag ich's richtig. Ich habe immer so im Gedanken, bevor ich Multi sage, muss ich Uldi sagen. Ich weiß nicht warum. Wie sind hier nicht ins Platoon? Das ist so cool. Ich weiß auch nicht warum. Das ist. Keine Ahnung. Frag mich nicht wieso. Damit haben wir unseren Multimond. Brutals über dem See. Ja, nice. Nice, nice, nice. Ja. Ja, perfekt auf jeden Fall, ne? Jetzt hat sich wohl so einiges verändert, oder was? Ich sorge mich um. Wie hieß die nochmal? Tiara? Ja, Tiara und Peach. Wir müssen schnell hinterher. Ach, das machen wir dann schon. Aber ist jetzt so viel einiges verändert, habe ich so das Gefühl irgendwie, ne? Aber naja, das können wir dann ja im nächsten Part machen. Und dann werde ich sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann werde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Super Mario Odyssey. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut. It's time to jump up in the air. Jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl.